Hallo Werder-Fans! Kommen wir zu unseren Team-News. Eine große Enthüllung gab es von Werders Profifußballchef. Ein Dieb wäre in die Umkleidekabine eingebrochen und hätte den Schatz des Teams gestohlen. Wer ist der Hauptverdächtige? Aber bevor wir diese Geschichte besser verstehen, wenn Sie die wichtigsten Neuigkeiten von Ihrem Team nicht verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal, da wir immer aufmerksam auf die neuesten Bremer Nachrichten sind. Vor einiger Zeit wurde einfach ein Betrag im unteren fünfstelligen Bereich gestohlen. Aber von wem? Eine sensible Geschichte. Mögliche Verdachtsmomente sind nicht ohne Risiken für die Zusammenarbeit zwischen Personal und Mitarbeitern. Darunter kann der Teamgeist leiden. Aber zumindest scheinbar gab es keine Verluste. Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder. Ja, der Schatz der Mannschaft ist vor ein paar Monaten weggegangen. Wir wissen nicht, wohin sie gegangen ist. Er fuhr fort, das hat uns alle verärgert und damals für einige Unruhe gesorgt. Wir haben natürlich viel darüber gesprochen und auch die Polizei gerufen, aber ohne Erfolg. Der Umkleideraum ist eigentlich ein Hochsicherheitstrakt und ausschließlich den Spielern und ihrem engsten Personal vorbehalten. Aber es gab einen Tag, an dem viel mehr Menschen Zugang zur Kabine hatten. Wo genau die Kasse des Teams war, will Fritz nicht verraten. In jedem Fall würden sich mehrere Spieler darum kümmern, inklusive Einzahlungen. Bis heute ist nicht bekannt, was wirklich passiert ist. Der Ausgang dieser Geschichte ist immer noch ein Rätsel. Und du, Werder Bremen Fan? Was haltet ihr von dieser ganzen Geschichte? Sag es uns in den Kommentaren. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um die neuesten Werder News zu verfolgen.